Fangen wir einfach mal an mit den Grundsätzen einer Bekämpfung holzzerstörenden Pilze. Da stehen einige Sachen voraus. Das Erste, wenn man irgendetwas bemerkt, wo man sagt, hoppla, da könnte etwas sein, ist die erste Tätigkeit eigentlich die, man muss den Schadorganismus, sprich in dem Fall den Pilz, erstmal genau bestimmen. Und der nächste Schritt, der dann folgen sollte, ist zu schauen, wo ist er denn überall? Wo hat er sich denn schon reinbewegt? Dazu muss man schlicht und einfach das Auge bemühen, natürlich eventuell mal das eine oder andere Möbelstück verrücken, vielleicht mal ein Brett wegnehmen oder wie auch immer erst einmal. Und dann muss man sich vielleicht entweder mal Gedanken machen, wo die Ursache ist. Und die suchen oder sich zumindest überlegen, was könnte es denn sein? Das hört sich jetzt ein bisschen einfacher an, als es manchmal ist. Und das Vierte, was natürlich auch ganz wichtig ist, ich muss das Gefährdungspotenzial bestimmen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Was heißt das denn? Wenn ich merke, ups, da ist ein Balkenbefall und wenn der kaputt ist, dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Das ist ein Gefährdungspotenzial. Oder wenn ich merke, das ist an der Nachbarwand, und der Nachbar könnte eventuell den Pilz auf seiner Seite auch sehen. Auch das ist ein Gefährdungspotenzial. Da gefährde ich letzten Endes die bauliche Substanz des Nachbarn. Es gibt also durchaus immer verschiedene, Überlegungen, die beim Auftauchen von holzzerstörenden Pilzen immer wieder mal zumindest angedacht werden müssen. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass das Haus eh abgerissen wird. Dann ist halt kein Gefährdungspotenzial da. Ist auch eine wichtige Information. Und erst dann, wenn ich diese vier Grundsätze beachtet habe und abgearbeitet habe, erst dann kann man mögliche Bekämpfungsverfahren abwägen. Also diese vier Schritte sind generell erst einmal einzuhalten. Ich versuche mal jetzt ein bisschen in die Vergangenheit hineinzugehen, und zwar in die Historie der aktiven Schädlingsbekämpfung. So war es da vor 1900 eigentlich im Grunde keine Möglichkeiten, gab es da keine großartigen. Man hat dann entweder das Holz rausgerissen, man hat versucht, den Pilz wegzuballen vom Holz. Man hat vielleicht auch geräuchert oder was auch immer. Selbst in der Bibel wird das schon von diversen holzzerstörenden Pilzen geredet. Da heißt dann einfach, man soll einen Priester kommen lassen und der wird halt seine Gebete sprechen und das Haus muss halt gereinigt werden. Und wenn das alles nichts hilft, sollen halt das Haus abgebrochen werden und die Steine außerhalb des Dorfes sollen die zwischengelagert oder gelagert werden, damit ja nichts passieren können. Also selbst das, dieser Befall von holzzerstörenden Pilzen ist also eine uralte Geschichte. Aber vor 1900 gab es da nicht viele Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. Versuchen wir mal eine Ab Übersicht circa zu schaffen über die Arten der holzschädigenden 1925 Insekten. begann Wir dann auch haben mit dem jetzt primär natürlich Siegeszug erst der einmal die Chemie und der sogenannten Wissenschaften Zusatzinsekten. die Da hatten wir ersten vorhin schon den Möglichkeiten, da etwas zu Borkenkäfer tun. gehabt. Auch mit der Der gewissen wird auch technischen gemeinhin als am Euphorie, großen hurra, wir Käfer sind genannt. jetzt wir, wir haben die Um das Wissenschaft nochmal und die klar zu machen, Wissenschaft, die warum macht alles eigentlich ist, gut es und geht eigentlich alles darum, prima, dass allgemeine diese Borkenkäfer eigentlich Euphorie. gar nicht mal Man hat interessiert auch sind, das das Holz zu DDT fressen, sondern entwickelt sie bauen und diese in einen Gängen allgemeinen Gleichgang hinein, wurde das das auch Holz wird dann gefeiert, der wie man auf den Endnergänge, wie mir Bildschirm sieht. zugeschnitten, diese Und hat Leitergänge. natürlich Jeweils am auch Ende liegt Teeröle eine kleine eingesetzt, Bruchstätte Pentaglufenol und und die die verschiedensten chemischen Ernährung ist Mittel, eigentlich um nicht einen vom Holz, Pilzbefall sondern die Käfer letzten Endes bringen Herr zu in werden. das Holz hinein, Ab circa schon Pilzsporen mit 1925 hinein und die haften begann an dann die auch mit dem feuchten Innenwände Siegeszug dieser der Fraßgänge Chemie und und der daraus wachsen Wissenschaften, Pilze. die Versuchen wir mal eine Übersicht zu schaffen über die Arten der holzschädigenden Insekten.
Wir haben jetzt Und dann primär gab natürlich erst es einmal die 1931 die erste Sogenannten Bekämpfung, Schutzinsekten. Da haben wir vorhin wo schon man den gemerkt hat, wir kommen Borkenkäfer zum gehabt. Teil mit den chemischen Mitteln nicht Der wird weit. auch Der sein, aber ein großer Jensen Ergebnis, aus genau. Dänemark, der Also um nochmal ist klar zu oft machen, was gescheitert, gemeint auch mit wurde. verschiedenen Es geht anderen eigentlich Möglichkeiten, darum, dass die auch Augen mit dem, gleichmachen können, mit dass sie dem nicht sehen, Mittel was sie nicht sehen, sondern Blausäuregas, die das Bauchzycler Zyklon B, das hinein eine in bisschen das Fortbewegende unheilige Berühmtheit im Dritten Reich Entwicklung der erlangt Leitergänge wird hat. am Ende Und hat nicht gesagt, da eine müssen wir was kleine anderes Bruchstelle probieren und hat und versucht, auch mit Ernährung ist Heißluft eigentlich nicht Bekämpfungen durchzuführen. funktioniert, Und das sondern hat er die auch Käfer sehr bringen erfolgreich in das getan. Holz hinein schon Pilzsporen mit hinein und die haften sie an die feuchten Und dann Innenwände gab dieser es Grasgänge und daraus wachsen 1931 die Pilze. erste